Moin zusammen, es geht jetzt zu dritt in den Challenge-Mode Speedrun und oh mein Gott, war diese Woche der Challenge-Mode verbuggt. Beim Reset saß ich da bereit wegen dem Challenge-Mode und das Jahr 2023 hat 53 Tage und die Challenge-Modes waren aber auf 52 Tage ausgelegt, weil die meisten Jahre nur 52 Tage haben. Dadurch war kein Challenge-Mode verfügbar für diese letzte Woche von diesem Jahr. Und das ganze Spiel war kaputt. Man konnte zwar in eine Map laden und sowas, aber dann hing auch alles fest. Das war witzig gewesen. So. Okay, wir machen die übliche Vorbereitung und dann geht's rein da. Ja, ich sehe hier auch eine Schublade. Was? Ja, hey! Ich will meine Items Wolle. dahin tun. Was? Die Map ist buggy. Also ich habe ja gerade eben noch von dem Bug geredet. Na, jetzt mal gucken, ob noch irgendwo anders irgendwelche Aha. Sachen rumfloaten. Ist ja lustig. Ja, Kiki, siehst du auch die Schublade da? Alter. Ja, ich glaube, weil da letztens ein Bug mit dem Challenge-Mode war, ist das Spiel wohl allgemein manchmal ein bisschen kaputt. Also, wir haben die Schublade da noch weiterhin, und wir bereiten weiter vor. Mit der Schublade, die da floatet. Wir sind noch im Tron. Okay, so. Dann gehen wir schon mal rein. Schon gespannt, was hier alles in der Map kaputt Ja, ist. Küken, du kannst die ganzen Cursed Possessions ruhig schon mal fotografieren. Wo ist denn der Geist? Oh, da ging gerade eine Tür irgendwo. Hier ist Licht an einem Utility. Ich glaube. Boah, ich hasse die T3-Smat. Die sind so ätzend. Ich glaube, der ist im Utility, der Geist. Guck mal kurz. Da ist ein Orb im Garage. Utility. Hast eine Kamera, kannst die Tür fotografieren. So. Ich hab einen Knochen. Ja, den kannst du ja dann auch fotografieren. Okay, dann brauchen wir Ich das, glaube, dann wir haben schon alle Fotos haben voll fast, ey. das. Also Orb haben wir schon mal als Beweis. Der Geist ist auch hier drinnen. Es fehlen noch vier Fotos. Und ein Knochen. Haben wir schon. Ja? Das Küken hat den schon. Also. So, ich brauche eine UV und. Ach man, die Schublade hier ist im Weg. UV, EMF. Nehmen wir den noch mit. Okay, das ist alles normales EMF. Keine Fußabdrücke, keine Fingerabdrücke, also kein UV. Okay, hast du die Fotos schon alle gemacht von den Cursed Possessions? Ja. Nein, die sind noch nicht alle gemacht. Ja, ich weiß halt leider nicht, wo die anderen sind. Was hast du gerade gemacht? Hast du die Laterne ausgepustet? So, was brauchen wir denn noch? Nehmen wir noch die mit. Dort. Wanderer dort? Noch. So. Ich glaube, das Kurzi deckt den Raum aber mit ab, ne? Ach, da bin ich Spiegel noch nicht. So. Okay, dann haben wir das Esszimmer abgesichert. Moment, ist das ein Fünfer? Ne, es ist ein Was? Dreier, okay. Dreier EMF. Was brauchen wir noch? Ach ja, Küken, du kannst. Oder Kiki, du musst dich, glaube ich, dann noch mit dem Parabol gleich hinhocken und nebenbei die Parabolsachen da sammeln. Okay, die können wir ja noch da hinten hinstellen. Okay, also Küken, du meintest, du hattest Dots gesehen, ne? So, das heißt, wir haben den Orb und wir haben die Dots. Okay, Benji, Yurei, Raichu, Yokai. Wir müssen noch die Spiritbox testen. Kann
ich mach. Wo ist der gerade? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Okay, du kannst ja gleich die Box auch nochmal testen. Mensch, Geist, bleib doch mal hier in dem Raum. Mann. Wo ist die denn? Ja. Nee, antwortet mir auch nicht. Okay. Doch. Ah, doch. Ja. Ist ja lustig. Okay, ist ein Yokai. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, da in das Esszimmer bei dem Kruzi hinsetzen und dann könnt ihr da das Parabol nebenbei farmen. Da liegt noch, glaube ich, ein Parabol an der Eingangstür. Parabol alles schon. Ja, dann könnt ihr euch damit austoben. Wo gehört denn eigentlich diese Schublade dahin? Vielleicht fehlt dir ja irgendwo anders. Super. Das ist echt komisch. Irgendwo müsste die ja fehlen. Das ist ja so eine. Ich glaube, im Master Bedroom gibt es doch welche, oder? Ja, aber die sind alle drei da. Nee, die im Master Bedroom ist es nicht. Oh, hier, im blauen Zimmer. Da fehlt eine. Ach so, beim blauen Zimmer. Ja, dann kommt die daher und ist die wohl wahrscheinlich zu weit an der Seite gespawnt oder so. Das ist ja auch lustig, ey. So, dann haben wir hier die Smudgies. Hier liegt noch ein Salz rum. Ja, toll, du sollst doch nicht jetzt da reinlatschen. Toll, jetzt ist er schon da reingelatscht. Wollte das eigentlich hier fürs Looten hin machen? Ist der einfach schon da durchgelatscht, der Geist, ey. Der läuft hier aber auch die ganze Zeit draußen rum. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo alle Cursed Possessions sind. Sieh nur, die Hand, den Monkey Paw habe ich schon. Ja, Album ist eh voll. Was? Album ist eh voll. Ja, wir haben schon die Fotos. So, habt ihr eure Parabol-Sachen gefarmt? Ich hab die ja schon fertig. Achso, ja, Kiki, hast du Parabole bekommen? Ja, ja. Ja, du musst aber mehrere da farmen. Hast du jetzt mehrere Parabol-Whispers gefarmt? Ja. Okay, ja, dann, womit sollen wir den Hunt denn starten? Sollen wir es mit der Monkey Paw starten? Mal gerade gucken, wo haben wir denn ein Versteck? Hier im blauen Zimmer. Blaues Zimmer hat eins. Okay, die Garage hat auch eins. Okay. So. Dann macht euch mal bereit für den Hunt. I wish the ghost was trapped. So. Was? Kann ich noch ein Licht anmachen oder geht dann der Breaker aus? Ich glaube, es passt mit dem Licht. Solange nicht irgendwo in den Zimmern noch diese ganzen kleinen Lampen an sind, müsste es gehen. Der Breaker ist ja im Keller. Da kommen wir ja noch dran. Also der Hand, der startet ungefähr in 45 Sekunden. Mhm. Also geht entweder ins Versteck oder kommt mit in die Küche zum Loopen, wie ihr wollt. Leider ist er schon hier durch das Salz gelatscht, aber das hier wird ihn verlangsamen. Na, hau ich ab. Ja, aber wir sind doch sau schnell. Ich weiß. Wir sind doch mega schnell. Ach scheiße, ich habe das Kruzi vergessen. Oh, ja, das hindert ja einen Cursed Hunt. Los Kruzus kommt jetzt hier. Warte mal, womit kann man denn noch einen... Ich leg den Raum aber auf und wir
Okay. Ja, komm. Ich hole Los Bortos. So. Okay. Ups. Hide and Seek. Wer, du benutzt jetzt das Kruzifix. Na, funktioniert. Boah, ich hab instant gesmatcht. Ich hab instant gesmatcht, aber... Der ist neben dir gespawnt. Hier ist der gespawnt. Ja, was kann ich dann machen? Hier ist der gespawnt. Ja, kann ich jetzt aber auch nichts. Toll, da ist der gerade da, wo hingewurmt. Ich wusste, dass das nicht Escape during a hunt und smudgen. Ja, das hat ja jetzt wieder mal super geklappt. Deshalb benutze ich die Cursed Possessions nie. Seht ja, wie scheiße das ist. Och Mann. Kiki, wie hoch ist unsere Sanity? Ja, aber denkst du, wo ich bin? Ich dachte, du wärst im Drug. Ich war im Versteck. Ich gucke als Geist, gucke. Ja. Okay, dann gucke ich als Geist. Ja, ja, du kannst die Sanity als Geist sehen. Die ist bei 46. Okay, da müsste der ja eigentlich auch so handeln können. Oh, da waren gerade wieder die Dots. Ey, warum muss ich das? Ja, der ist direkt neben dir gewesen. Ich habe ja sofort gesnatcht, aber leider hat es nicht geklappt. Haben noch? Ja, ich habe den ja gestartet. Geht mal in den Master Bedroom. Wo ist der? Lokai! Hey! Ist der in den Keller? Der kommt aus dem Master Bedroom. Ach, da. Sag mal, Freund, du hast dir jetzt aber Zeit gelassen hier, ne? Oh, ich hasse diese Smudgies. Die bleibt ja stehen. Ja, ja, das sind die T3 Smudgies, die machen das. Das ist aber schon krass. Boah, Alter. Ja, da hörst du ja, wie schnell der wird, wenn der zu lange Line of Sight hat. Nur wegen diesen blöden T3-Smudgies kann ich mich ja leider nicht dahinter den Tresen ducken, weil die mich ja durch die Gegend ziehen. Okay, wir müssen alles haben. Kiki, raus ja. Hier. Ich werde schon nimm im die Truck. Schublade mit. Die Schublade da, ey. Mal gucken, ob wir nachher wieder eine Schublade da haben. Okay, Yokai, ne? Guck noch mal, ob ihr es eingetragen habt. Ob es das Küken bringt, Kork mit. Oh. Ja, das war jetzt aber auch gerade gemeint, der war direkt neben dir gestartet, weißt du? Ach, egal. Welcome back. I've prepared some jobs for you. So, aber ein Perfect Game und die Aufgaben da auch erfüllt. Hier sind die Stats auf zur nächsten Runde. Mach's gut. Okay, Vorbereitung ist fertig. Und Brecky ist, glaube ich, im Keller, aber der ist ja zum Glück schon an. Okay. Hier haben wir Verstecke. Ja, diesmal sind die Schubladen aber alle da, wo sie sein sollen. So. Okay, hier ist kein Knochen, hier ist nichts im Keller, außer die, das Ouija-Board und das Dingens. Oh, der Knochen ist hier in der Küche. Du kannst fotografieren, wenn du willst. Hä, in der Küche? Ja, da wo ich die Laterne hingestellt habe. Boah, ich hasse das T3-Thermo. Das wird eine Ewigkeit dauern, so den Raum zu finden. Das ist ja mit dem T1 einfacher. War einer gerade an den Schränken im Dingens? Ich ja. Achso. Hast du ein Foto von der Voodoo-Puppe gemacht? Nee. Da hing doch gerade wieder eine Tür. Nancy's? Boah, dieses T3-Thermo ist so scheiße, ne? Hätte ich jetzt das T1, würde ich schon wissen, wo der hier ist. Ich habe hier irgendwo eine Tür auf jeden Fall gehört.
Oder ist das schon wieder Utility gewesen? Ach, der ist schon wieder in Utility. Ja, da ist auch ein Colt geflogen, sogar zwei. Schon wieder hier in Utility. Viel Spaß. So. Und haben wir hier einen Orbi. Da ist schon wieder ein Orb. Ja, wieder ein Orb. In Utility und da ist ein Orb. Ist das jetzt schon wieder ein Yokai? Das nächste Mal müssen wir daran denken, das Kruzifix vorher wegzutun, bevor wir den Hand lostreten. Okay, so, dann brauchen wir noch UV-Lämpchen, Buchgesicht und so. Wo sind denn die Bücher? Sind die schon drin? Okay, UV-Lampe ist auch da. Bist du freundlich? Wie bist du? Wie alt bist du? Boah, ey. Nee, antwortet nicht. Nee, keine Antwort. Nee, bis jetzt noch nicht. Okay. Okay, die Fotos, die sind schon alle fertig, ne? Geisterfoto? Scheiße. Ach, wo ist ein Geisterfoto? Das ist eine Aufgabe. Ach so. Oh, Buch. Fotografiert das Buch? Jetzt eine Kamera, würde ich das gerne. Ey. Hier ist eine Kamera. Welches Buch? Da, das. Ich hab direkt das andere. Der Album ist sicher. Ja, okay. Dann haben wir das jetzt so. So, die Tür hat er angefasst, da ist aber kein Fingi. Dots. Waren das gerade Dots? Ja, ich dachte gerade auch, hä? Ghost Orb, Dots. Ich dachte, das wären die Ohren. Nee, ist das ein Thay? Warum? Ja, weil es ein Thay ist. Achso, wir haben ja um. Ja, wir haben ja auch die Orbis. Lass es mir den Altern jetzt, oder was? Ja, wir können den auch mal jung bleiben lassen und den früh handeln lassen einfach. Wo ist das Putzi? Dann nehme ich mir jetzt einfach zur Sicherheit auch mal das Max-Stick. Oh, da war gerade wieder der Dots. Warte mal, Quick, nimm dir eine Kamera und mach ein Foto vom Dots, wenn der durch den Dots läuft. Mach das mal. Ach ja. Der läuft doch oft durch den Dots. Der Thay hat doch so eine erhöhte Chance, das zu machen. Where is the La Kamera? Warum denn? So, haben wir hier drin ein Versteck? Nö, okay. Das heißt, man muss sich dann da hinten verstecken. Ach, ich dachte, du wärst ja in Dots. Ja, lass das Licht aus, da siehst du ihn besser. Kannst ja auch außerhalb vom Raum stehen. Ja, Telefon. Okay, so, dann bringen wir noch die restlichen. But why do I need a Dots Foto? Ach, das zählt als Geisterfoto. Ja, ja, es zählt als Geisterfoto. Deshalb sage ich ja, dann kannst du das nämlich schießen und dann haben wir den nämlich. Ja, dann muss er erst mal. So. Okay, dann ist hier, glaube ich, alles vorbereitet, ne? Eigentlich unendlich viele Fotos jetzt. Ja, du kannst unendlich viele schießen. Mhm. Und hat er nochmal Dots gemacht? Mhm. Ah, wir brauchen eh noch das Kruzifix. Und geh mal lieber aus dem Raum raus, wir brauchen noch ein Ghost Event. Aber warte mal, ein Ghost Event können wir uns mit dem Summoning Cycle auch holen. Jetzt hat er Licht hier ausgemacht. Küken, guck mal nach unserer Sanity. Wir müssten unsere Sanity vielleicht einfach mal voll machen und. Bei 70. 70 bis 80. Das müsste doch als Geisterfoto zählen, oder? Ja, hat gezählt. Okay, Geisterfoto haben wir schon. Wir brauchen nur noch das Event. Event können wir mit dem Summoning Cycle uns holen. Oder, obwohl ein Thay ist eigentlich sehr aktiv. Nur, stellt doch bitte keine Kameras hier hin. Das wird doch nachher schwierig mit dem, wenn ich den durch die Gegend ziehe und da immer hängen bleibe. So. Okay, dann lass uns mal die Sanity voll machen. Kiki, tu du mit dem Parabol kurz da ein bisschen die Stimmen noch abfarmen, solange es geht. So. Ja, meine ist noch ziemlich hoch. Stimme ein.
oder? Ja, aber warte noch. Wir nehmen die, sobald wir da reinrennen. Wir machen dann das Ghost-Event da unten mit dem Summoning-Cycle. Ich muss dann nur gucken. Die brauchen, glaube ich, 10 Sekunden zum Regenerieren. Ich will das noch machen, dass während ich den Summoning-Cycle anzünde, dass die Regeneration noch läuft. Das heißt, ich muss sofort da rein sprinten wie ein Wilder. Die Kerzen sofort anmachen und dann das Ghost-Event da bekommen. Viel Spaß. Kiki, hast du dir ein paar Parabols abgefarmt da drin? Ja, ja. Okay, dann mach dich mal bereit zu verstecken. Also Küken, wir stellen uns hier vorne dann hin. So. Okay. Warte. Dieses Kurze hier könnte den blocken, weil das zu weit an seinem Raum liegt. Das darf nicht den Raum mit abdecken. Ich meine, das Kurzi können wir auch noch später dann machen, weil die Sanity wird eh niedrig sein. Okay, ist noch irgendein Kurzi hier? Kurzi sind alle weg, ne? Okay. Okay, Küken, dann go! So. Wo soll ich mich verstecken? Einfach mal loopen. Du kannst den doch loopen. Das ist der Challenge-Mode. Gott, der wird bestimmt schnell sein. Ach ja, sie wird nicht schneller in Line of Sight. Vorsicht, Double Back. Siehst du, wir sind so schnell. Double Back. Guck, wir sind so dermaßen schnell. Da, guck, jetzt kannst du sie mal angucken. Okay, sie geht da lang. Garage? Komm in die Garage. Da, guck, die wird ja nicht schneller, weil es ein Fay ist. Okay, achte auf den Double Back. Du kannst sie, glaube ich, durch die Scheiben sehen. Ja, da, guck mal, wir sind so abartig schnell, wir könnten die locker outrunnen. Ja, und das war's, siehst du? So kann man das Loopen doch ein bisschen üben. Okay, wir brauchen jetzt nur noch das Kruzifix. Küken, ich lege hier ein Kruzifix jetzt rein. Kannst du den Spiegel einfach nehmen und den so lange halten, bis er explodiert? Wo denn? Er hängt da an der Wand. So, Kruzi ist drin. Wo denn? Ja, lass ihn explodieren. Jetzt hier. Ja, lass ihn explodieren. Okay, das war's. Abfahrt. Yay. Ich verwechsel dich mal mit Mama, dann laufe ich mal schon im falschen Zeichen. Ich weiß nicht, du kannst doch, glaube ich, auf unserer Schulter diese Dinger sehen da. Ja. Meins hat, glaube ich, eine andere Farbe. Ich glaube, meins ist blau. Okay, Fay eingetragen? Ja. Okay. Drin. Ja, super. Da guck, meine Sanity ist jetzt bei ein bisschen höher, weil das sich regeneriert hat, während ich den Summoning Cycle angezündet habe. Das ist doch gut. Weil das Problem ist, wenn die zu schnell runtergeht, kann der auch vorher schon handeln und das ist dann scheiße. Dann ist man dann sofort tot, weil man teleportiert durch die letzte Kerze den Geist nämlich da rein. Und dann ist man sofort tot, weil dann kommt der sofort da handend, spawnt der da und springt dich sofort an. Der ist eben leider ein bisschen buggy, der Summoning Cycle. Okay, wie oft ist sie gealtert? Die war schon ziemlich langsam, ne? Ja, sie ist 6-mal gealtert. Die war schon ziemlich weit gewesen. Okay, dann auf zur Runde 3. Aber zum Glück ist das ein chilliger Challenge-Mode. Den kann man ja ganz gemütlich einfach so... Da kann man ja auch ein bisschen rumspielen in dem Challenge-Mode mit Geistlupen und so. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier irgendwo einen Knochi? Hier ist nichts. Oh, ich muss ja wieder Fotos machen. Im Keller ist auch nichts. So, hier ist der Brecki. Hier ist auch ein Versteck in der Garage. Hier ist ein Versteck vorne im blauen Zimmer. Also der Knochen, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Versteck, nein, doch nicht. Sind noch die Tarotkarten hier? Die Tarotkarten sind im Wohnzimmer auf dem kleinen Tischchen.
Ah, ich hab den Knochen hier im Kinderzimmer. Der ist aber sneaky, ey. Da war ich eben drin. Ja, der ist ja auch sneaky. Hier sind die. Da kannst du ja mal gucken, wo die Laterne ist. Okay, wo ist der? Hä? Ich hab grad eine Tasse gehört oder so. Im blauen Zimmer ist er. Ach, am Kinderzimmer. Siehst du gar nicht. Der ist doch kein Knochen. So, guck doch bei der Laterne. Hier. Bei der Laterne. Ach so. Hast du schon fotografiert? Ah, ah. Mach du ruhig. Blöd, ne? Wo ist denn der Geist? Ich hab. Der hat hier einen Teller geworfen, aber ich krieg den irgendwie nicht mit dem Sensor. Ach, da auf den Tisch kann ich den Geist nennen. Ach, da bist du! Wo denn? Ist im Esszimmer. Glaube ich zumindest. Da hat zumindest der Sensor ihn gerade erkannt. Das ist nur ein Event. Die Tür ist noch offen. Ja, schöne Scheiße. Ach, das ist ein Geist auf. Ja, okay. Jetzt habe ich, glaube ich, eh nicht geschafft. Mit dem Geisterfoto. Ich dachte zuerst auch, hä, schon Hand, aber die Tür hier war ja noch offen. So, dann schauen wir mal. Haben wir da ein Orbi irgendwo? Läuft da hinten gerade was? Wo bist du? Dots? Ja, live und auf der Kamera? Am Antworten tut er auch nichts. Nee. Also Dots. Der hat bestimmt Freezing. Was hat der Federn an? Freezing. Ach so. Hat sich so angehört, als ob du gesagt hast, der hat bestimmt Federn an. So. Federkopf. Der hat Federn an. Der Geist hat Federn an. Na toll. Sag mal, Freund, was wirfst du denn hier wie so ein Bekloppter? Echt? Der dreht ja hier total ab. Das ist es ja auch. Okay, also bisher haben wir nur Dots gehabt, sonst nichts. Und eben, dass es kein Gorio ist, ne? Okay. Mitten in die Spritbox. Ach, ich dachte, das wäre eine Spritbox. Wo ist die denn? Sehen wir Orbs. Hier im Salz. Ah, ne, das ist ein Bild. Ja, yes, das habe ich gerade auch schon in der Hand gehabt. Oh, where are you? Are you here? Are you close? Are you at charge? Wir haben die Box. Lost Box. Okay, wait, Phantom Yokai, die open. Moment mal, der ist noch gar nicht ins Salz, oder? Oder ist er schon rein? Hm, ich weiß nicht. Oh, haben wir endlich mal meinen Lieblingsgeist hier, ha? Huh? Hm, ja, stimmt. Ich hatte ihn letztens auch noch. Ich hatte letztens immerhin einen Mimik gehabt, der den nachgemacht hat. Okay, Kiki, fang schon mal an, Parabol zu farmen. Für deine Weekly. Das ist fort der Rift, der noch für einen Beweis. EMR5 wäre der letzte Beweis dann. Also? Wir können das ja mal testen, ob der da zu uns läuft. Der wirft auch sehr viel, aber es kann kein Poltergeist mehr sein. Es ist ja eigentlich eher umgekehrt, wenn ein Geist sehr viel wirft und keine Explosion macht, dann ist es ja eher keiner. Ja, stimmt. Eigentlich. Von der Logik jetzt her. EMF4, EMF3, wie wird der denn was gekauft? Wir müssen doch die Fotos voll kriegen. Okay. Noch zwei. Ja, zwei fehlen. Also wir brauchen noch das Geisterfoto, oder? Moment mal, die ganzen Sachen sind ja noch gar nicht fotografiert. Musik wurde da Summoning zeigt, der Terrorcast durchgeführt. EMF5. Welche Tür? Sag mir, wo das EMF herkommt. Welche Tür? Die? Hier, die Tür hier. Okay. Noch eine? Dankeschön! Ich sag doch, Wraith sind cool. Drei Sterne Geisterfoto. So, perfekt. Letztes Foto ist ein Geisterfoto zum Abrunden. Definitiv kein Phantom. Okay.
Und du sagtest ja, du hast ja EMF 5 gehabt. Okay, Crucifix und dann das mit dem Smudge. Dann würde ich sagen, wir lassen den zuerst mal so handeln. Wow, das war ja jetzt ein Wurf. So, lassen wir den erstmal so handeln. Ich packe den Kruzi hierher. Ja. So. Okay. Was sind die Tarotkarten? Ich ziehe einfach mal eine. Wahrscheinlich kippe ich jetzt sofort tot um bei meinem Glück. Ich will auch. Oh, Vorsicht, geh weg da! Hallo, Mr. Wade. Gott, der wird gleich so schnell sein. Diese Scheiße. Oh, er hat mich verloren. Ihr seid ja versteckt, ne? Mhm. Seid vorsichtig, der ist gerade so schnell, weil ich den ein Stück weit mitgenommen habe. Hat aufgehört, ne? Nee, der ist gerade im Keller. Das ist ein Cursed Hand, weil das die erste Karte, die ich gezogen habe, war natürlich mal wieder eine Todeskarte, weißt du? Das ist mal wieder mein Glück, ey. Ich will auch, ich will auch. Okay, er ist fertig. Warte, ich muss mir noch einen Smudge holen. Wo haben wir denn noch einen Smudge? Hier hatte ich doch noch welche, ne? Ja, genau, hier habe ich noch zwei. Okay. Lass mal einen hier stehen. Die Karten liegen hier bei dem Kruzi. Wer? Warte mal kurz, wo ist das andere Kruzi? Ich überlege gerade, wo ist das andere? Wo habe ich das hingetan? Ja, wo das Kruzi hier vorhin war, sage ich doch die ganze Zeit. Ist das andere Kruzi hier, Kiki? Ah, okay. Okay, alle auf das Kruzi hocken hier. So, Kiki. Und auf das EMF, weil der könnte sich auf uns teleportieren, da, falls du da eine Todeskarte ziehst, damit das Kruzi uns schützt. Darf ich einen ziehen? Ja, zieh. Yay. The Devil. Ja, Ghost Event. Ah, schöne Scheiße. Jetzt kann einer von euch. Kiki, du kannst ja auch eine ziehen, wenn du willst. Musst du aber nicht. Es kann auch eben eine Todeskarte bei rauskommen, stirbt oder? Stirbt jetzt bestimmt. Ja. Nochmal? Nee, schmeiß hin und dann kann ich ja nochmal eine ziehen. Tot, natürlich. Ah nee, war full. Aber da liegt ja ein Kruzi, das blockt den eh. Yay. The Wheel of Fortune. Welche Farbe war es denn? Rot. Ja. Okay, da ist das Kruzi. Eigentlich haben wir jetzt alles. Ja, wir haben alles. Ich will noch ein paar Karten ziehen. Ja, dann zieh noch eine. Genau, eine allerletzte. Ja, zieh. The Devil. Fool. Nee, war ein Fool, okay. Noch eine letzte. Wheel of Fortune. Die allerletzte. Ey, wie viele. Oh, ich bin tot. Hast du ein Hangman gezogen? Oh Mann. Ja, du konntest das ja nicht lassen. Ja. War noch eine übrig oder waren das alle? Da war noch eine. Ich war zu gierig, ey. Ach, warte, wenn ich da mal drankommen würde, würde ich ja versuchen, da dich wieder zurückzuholen. Wo ist die hier? Ich sehe die nicht. Bist du sicher, dass da noch eine war? Weil hier ist keine. Ah doch, ich sehe sie. Ich bin blind, sorry. Oh Mann. Wheel of Fortune. Green. Das heißt 25 Sanity. Ja, warte. Ich kann aber was anderes machen. Sorry, Geist. Ich muss dich gerade kurz smudgen. Ich teste mal. Ich habe das noch nie gemacht. Ich teste das jetzt mal. Ich habe jetzt nur keinen Smudge mehr, leider. I wish for life. Mal gucken, ich könnte jetzt auch sterben. Ja! Yay! Toll, Küken belebt sich wieder, ich bin tot. Tschüssi. Na toll, ey. Ja, das hat eine 50-50 Chance, dass man dadurch selber stirbt. Und ja. Oh, Mama fährt ab, haben alle Rave eingetragen? Ja, ich hab's drin. Ja, schöne Scheiße. Ja, du auch, Küken. Na toll. Na siehst du, jetzt bist du immerhin lebendig aus der Runde rausgegangen. Okay, kein minus 50%. Aber was ist eigentlich, wenn man durch sowas stirbt? Durch die Monkey Paw oder die Tarotkarten? Und man war jetzt zum Beispiel gegen einen Wraith dran. Wird der dann in Statistiken reingeschrieben zu den Toten durch Wraith? Oder wird das nicht mitgezählt? Weil es führt ja in den Statistiken auch auf, an welchem Geist man am meisten gestorben ist. Das wäre auch mal interessant. Aber wo steht das denn, Tode durch Rave?
Nee, das sagt ja eben, die meisten Tode durch Geist XY steht eben in den Statistiken. So. Da frage ich mich, ob das da auch mit reinfließt in diese Counter, weißt du? Ach so, ja. So, der hat zweimal seine Fähigkeit benutzt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.